Herr Flassbeck, Sie haben den Workshop Ökonomik der Klimapolitik. Können Sie vielleicht unseren Zuschauern den Begriff Ökonomik definieren? Naja, Ökonomik ist Volkswirtschaftslehre. Das ist die Lehre von den wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und Klimapolitik ist nun mal in ganz großer Hinsicht, in der bedeutendsten Hinsicht, würde ich mal sagen, ökonomische Politik, also Wirtschaftspolitik, weil es geht ja darum, die Wirtschaft umzugestalten, die Abhängigkeit von Öl zu verringern. Und das ist eine ganz gewaltige Aufgabe, über deren Ökonomik, also deren ökonomische Lehren, man dringend anfangen muss zu diskutieren. Friday for Futures und auch die Grünen, wir sind ja kurz vor der Wahl in Deutschland, verfolgen ja auch diese Ziele. Verfolgen Sie diese Ziele nach Ihrer Meinung zielgerecht? Ich hatte gerade vergangene Woche eine Diskussion mit Fridays for Future, einer Arbeitsgruppe, die sich mit Wirtschaft beschäftigt. Das ist noch sehr in den Anfängen, würde ich mal sagen, die Beschäftigung mit der Ökonomik. Und bei den Grünen, ja, da gibt es so ein paar Ansätze, aber auch keine wirkliche tiefgehende Auseinandersetzung. Und das ist unbedingt notwendig. Man wird immer wieder gegen die Wand laufen, wenn man es nicht schafft, die ökonomischen Bedingungen so zu setzen, dass das, was die Staaten oder der Staat den Menschen abverlangt beim Kampf gegen den Klimawandel, dass das ökonomisch erträglich ist. Es müssen ja Wahlen gewonnen werden und man kann nicht einfach sich über die Köpfe aller Menschen hinwegsetzen. Dann wird man erleben, dass die AfD Mehrheiten kriegt oder die absolute Mehrheit kriegt und das Ganze ist zu Ende. Herr Flassbeck, Sie sagten oder Sie halten in Ihrem Vortrag ja Ihre Meinung, dass Öl und Kohle, wenn ich es einfach mal definiere, in der Erde bleiben sollen. Viele Staaten leben aber davon, wie zum Beispiel auch die arabischen Staaten, die ja bestimmt nicht arm sind. Aber sehen Sie da nicht einen Nachteil auch dann volkswirtschaftlich? Na, für die Staaten natürlich. Der Klimawandel hat ungeheuer viele Nachteile, bringt er mit sich. Also der Kampf gegen den Klimawandel bringt ungeheuer viele Nachteile mit sich. Der bringt auch Vorteile für bestimmte Gruppen mit sich. Aber es müssen viele, unter anderem die Produzenten dieser Stoffe, die müssen mit eingebunden werden. Die müssen mit eingebunden werden in einer Weise, dass man einen Deal mit ihnen macht oder eine Vereinbarung mit ihnen trifft, dass tatsächlich die fossilen Stoffe in der Erde bleiben. Denn was aus der Erde kommt, wird verbraucht. Das ist sozusagen das Marktgesetz schlechthin. Man darf nicht glauben, man macht hier ein bisschen CO2-Steuer auf den CO2-Ausstoß und dann steigt der Endpreis für Öl vielleicht um 20 Cent oder so und dann hätte man schon irgendetwas erreicht. Da hat man nichts, absolut null erreicht. Man muss weltweit dafür sorgen, dass die Preise für fossile Energie über ganz viele Jahre stabil, permanent steigen. Und das geht nur unter Einbeziehung der Anbieter. Denn wenn ein Land weniger verbraucht, verbraucht ein anderes Land mehr. Und dann sind alle unsere Versuche, die wir hier machen mit Energiewende und so, vollkommen sinnlos. Es muss eine globale Aktion sein und die geht nur, wenn die Preise sich überall systematisch erhöhen. Herr Flassbeck, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte sehr.